Guten Morgen, Leute. Willkommen zu einem neuen Video und willkommen zu ganz schlechtem Wetter. What is happening? Rest in peace, Handtuch. This is not fun. Willkommen zu einem eigentlich, es muss gutes Wetter sein Vlog, denn ich fahre heute nach Oberhausen. Wir, Celina und ich, fahren heute nämlich zum Hype-Festival. Beziehungsweise wir fahren ja genau nach Oberhausen, weil da ist das Hype-Festival. Und wir bleiben da übers Wochenende und ich bin so excited und wieso the fuck ist es am Regnen? Ja, wie gesagt, wir haben jetzt kurz nach 11. Ich bin heute Morgen extra früh aufgestanden. Ich habe bei Luis geschlafen, weil wir uns ja dann das ganze Wochenende nicht sehen. Ich war um 8 Uhr zu Hause, habe mich direkt hingesetzt, habe das Video mit meiner Schwester geschnitten, habe das bearbeitet, habe das hochgeladen, habe ein Thumbnail gemacht, habe die Infobox gemacht, habe von meinem Vlog, der am Sonntag online kam, Thumbnail gemacht, Infobox, Monetarisierung, alles fertig. Und jetzt bin ich fertig. 3 Stunden später und ich bin komplett fertig. Ich habe gerade ein Paket ausgepackt. Ich habe mir nämlich eine Make-up-Bag gekauft. Ich bin so froh, dass sie rechtzeitig ankam. Und es war so ein riesen Paket. Und ich dachte, in letzter Zeit passiert mir das nämlich öfters, wenn ich was im Internet bestelle, dass es irgendwie fehlerhaft ankommt. Und es war in dieser riesen Box hier. In der war das da drin und da waren so Papierdings da beigefügt, damit nichts kaputt geht, obwohl dann dieser Tasche nicht wirklich was kaputt gehen kann. Die ist ja nicht aus Glas oder Plastik oder so. Whatever. Jedenfalls packte ich die so aus und ich war so, wo ist meine andere Bestellung? Und dann waren die in diesen Papierkruschbeldings da versteckt. Ich habe mir nämlich nochmal die House of Lashes in Iconic Light bestellt. Das sind ja meine Lieblingslashes im Moment. Die gab es nicht mehr bei Purish im Online-Store und dann habe ich irgendwann was bestellt. Und ich habe mir I Love Sarahi, kennt ihr vielleicht mehr oder weniger, das ist ein Make-up-Artist, YouTuber-Influencer-Girl aus Amerika. Und die hat so eine Collab mit Dolls of Colors. Und da habe ich mir so einen schönen Liquid Lipstick bestellt. Den zeige ich euch kurz. Ich liebe diese Farbe. So ein schönes Terracotta. Riecht jetzt nicht so krass nach Kylie Cosmetics oder so, aber es ist eine sehr schöne Farbe. Nehme ich mit aufs Festival. Genau, ich packe jetzt meine Make-up-Bag. Dann gehen wir so in 2 Stunden, schätze ich mal, los. Und ich habe eine neue Kappe von Lacoste. Ich finde die eigentlich ganz nice. Die hat eigentlich Louis gehört, aber der fand die nicht so cool im Endeffekt. Also, das ist jetzt meine. Ich habe auch noch ein Paket von Oceans Apart bekommen, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Zeit, es aufzumachen. Das muss ich machen, wenn ich wieder zu Hause bin. It's a bit of a mess. Yeah, that's the current situation. Leute, diese Tasche ist so voll. Das ist unglaublich und die ist bestimmt schwer, oder? Ja. Oh, Junge, oh. So, dann habe ich hier auch noch ein paar Schuhe. Soll ich noch ein paar Schuhe mitnehmen? Ich nehme mal noch diese von Stradivarius mit. Die sind so leopardenmäßig. Das ist nicht schlimm, wenn die kaputt gehen, weil die sind Horror. In denen habe ich mir so Blasen gelaufen. Ja, dann nimm Blasenpflaster. Habe ich auch. Nehme ich auch noch mit. Und die Vans ziehe ich, glaube ich, jetzt an. So, guys. Das ist mein Outfit für die Fahrt. Ey. Ich habe diese Adidas-Jacke an. Die... Oh mein Gott, mein ganzes Outfit ist von Junkyard. Krank. Jacke, Sport-BH, Leggings und die Schuhe. Sieht aus wie bei der Mathe-Woche. Oha! Gar nicht wahr. Sieht wirklich ein bisschen aus wie Mathe-Woche, Assi-Tag. Egal, it's bequem, it's vibing, it's okay. So, wir sind gerade auf dem Weg. Hauptsache erstmal war gerade ein Polizeiauto hinter uns die ganze Zeit und ja, so erstmal richtig Schock bekommen, wenn da bitte Folgen stehen würde, dann bei das Polizeiauto ist jetzt übrigens da, aber es ist nochmal alles gut gegangen, sonst wäre das ein echt witziger Start ins Wochenende gewesen. Siebte Klasse, Memories. Klassenfahrt, ne? Leute, wir sind angekommen. Wir standen so lange im Stau. Das war unnormal. Aber ich bin die 3 Stunden durchgefahren und Selina war eine sehr tolle Begleiterin. Sie ist ein bisschen piss, weil sie ihre Zahnbürste vergessen hat. Wir werden schon einen finden. Das ist unsere Aussicht. Das ist sehr bewölkt. Das ist ein bisschen scheiße. Aber sonst
Ich glaube, wir laufen sogar zu dem Festival, weil das 15 Minuten von uns entfernt ist. Besser laufen als 10 Euro für ein Taxi. Ja, aber sonst müssen wir 10 Euro Taxi zahlen. 10 Euro Taxi zahlen. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Festival. Und haben keinen Plan, wo es lang geht. Ja. Google Maps ist helping 20 us. Minuten Weg geben. Ja. Mal sehen. Wir sind irgendwie komplett offroad, also so hardcore. Ja. Mal sehen, wo uns der Weg hinführt. Wir sind jetzt halt am Überlegen, was wir jetzt anziehen, weil es wie gesagt halt nicht so super duper Wetter draußen ist. Good morning oder good afternoon. Wir haben jetzt 3 Uhr. Wir sind heute Morgen, ich suche die Fernbedienung, damit ich den Fernseher leiser mache. Wo ist die Fernbedienung? Ja, ich habe mich auch voll verbrannt gestern. Hast du dich richtig verbrannt? Junge, wo ist die Fernbedienung? Also, wir sind heute Morgen aufgewacht und sind frühstücken gegangen, so um 20 vor 10. Und dann sind wir wieder zurück auf, das Frühstück ist übrigens sehr schön. Also ja, das Essen ist auch lecker. Gut. Das sind 3-Sterne-Hotel, in dem wir sind. Warte, lass es einfach so nach hinten fallen. Und dann sind wir wieder direkt wieder schlafen gegangen, bis um 11:30. Weil wir so tot waren. Und jetzt machen wir uns fertig. Ich glaube, heute wird es um einiges besser als gestern. Gestern war jetzt nicht so Bombe, muss ich sagen. Ich kannte halt aber auch nicht so viele. Genau, ich habe mir jetzt meine Haare gewaschen, weil die standen so richtig weird ab. Hi! Und ja. Hello, cute. Ich freue mich am meisten auf heute Carpo, glaube ich. Ich freue mich auf... Auf Nemo freue ich mich auch. Ja, auf Capo mit am meisten, aber Nemo freue ich mich auch so drauf. Summerchamp freue ich mich auch. Ja, seine Lieder höre ich zwar erst ein paar Monaten, aber ich feiere die dick. Seitdem dein Ex-Lied. Was? Kennst du das nicht? Nee. Nee, kann ich nicht. Dein Ex ist ein richtiger. Das singst du manchmal irgendwie voll schön, aber ich kenn's nicht. Doch, kennst du. Wir hören es gleich mal an. Ja. Und ich lasse meine Haare heute glatt und ich mache mir Extensions. Ja. Was ich ein bisschen... Wir haben ja VIP-Tickets. Und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich... Pass auf. Meine Haare sind nämlich so kürzer als meine, deswegen ist es ein bisschen anders. Ich fühle mich in dem VIP irgendwie immer so ein bisschen weird, also so ein bisschen unwohl. Und in der Stage, wo man drinne ist, bin ich lieber im VIP, weil unten sind die ja, habt ihr auf den Videos gesehen, reingesprungen. Ja, und bei dem Drop rasten die alle halt richtig aus. Ja, das ist mir persönlich einfach ein bisschen und zu springen alle aufeinander. Risky. Aber bei den anderen Stages finde ich das nicht im VIP besser, weil da hat man mehr so Feeling. Mhm. So draußen bei der Tropical Stage. Genau, ja. Ist besser, wenn man da in der Mitte steht von den ganzen Leuten. Sollte seit 10 Minuten hier sein und jetzt haben die gesagt, ja Leute, noch 20 Minuten und dann ist er hier. Aber mit hier meinen die auf dem Grundstück und nicht auf der Bühne. Und die spielen so Einschlafmusik. Ist eine Bühne. Ja. Same. So, neues Update.
wir haben keine Lust mehr zu warten. Und da gab es auch noch mehrere Probleme hinter der Bühne, sagen wir mal, behind the scenes, Gossip und so. Ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf. Und deswegen sind wir jetzt wieder im Hotel. Da war auch so eine Lady, die ist so aggro geworden, hat mich rumgeschubst. Dachte ich auch nur so, Alter, was geht bei dir ab? Die bei uns im VIP waren dann halt auch irgendwelche anderen Leute, die nicht ins VIP gehört haben. Deswegen war der VIP auch so krank voll. Es gab nicht mehr manche mit so einem schwarzen Bändchen. Und dann hat die versucht, die auszusortieren, die doofe Kuh. Und dann wollte ich halt einfach gehen. Also kaum wollte die Treppe runtergehen. Genau. Boah, jetzt sind wir wieder im Hotel, weil wir jetzt gar keinen Bock mehr haben. Weil die gesagt haben, dass Lil Pump in 20 Minuten erst ankommt. Der war noch nicht mal da. Und dann wir waren so, nee, ich habe so Rückenschmerzen. Wir sind hier seit anderthalb Stunden am Warten. Hallo Leute, ich sitze hier gerade und schneide das Video und ich schaue mir gerade das Filmmaterial an, was ich da gerade gesagt habe. Und ich finde, ich komme da extrem undankbar rüber und das möchte ich nochmal hier klarstellen. Ich bin sehr dankbar, dass ich auf diesem Festival sein durfte und auch über die Zusammenarbeit, versteht mich da nicht falsch. Ich war in dem Moment, als ich glaube, es war 2 Uhr nachts. Ich war extrem müde, ich hatte Rückenschmerzen von dieser Bauchtasche, weil die so viel Gewicht hatte. Und vom Warten und von diesem Vorfall mit dieser Lady, da hatte ich so schlechte Laune. Aber ich wollte nur mal klarstellen, dass es natürlich immer so ist, wenn man auf einem Konzert ist, dass die Artists leider zu spät kommen, dass das Festival und die Organisation natürlich nichts dafür können. Es hat mich halt in dem Moment ein bisschen upset gemacht. Wir waren ja da auch mit Jasmin und so und die hatte dann auch keine Lust mehr und dann, wir haben halt die ganze Zeit mit ihr gechillt und dann war sie so, ja, ich glaube, wir gehen auch und dann waren wir so, ja, okay, wir gehen auch und wir hatten halt alle nicht mehr so viel Motivation, wir haben da halt so gechillt und gequatscht und jeder hat so angefangen zu gehen und so und dann war es ein bisschen so, ja, aber das wollte ich nochmal kurz sagen, bitte nicht falsch verstehen, ich war sehr glücklich, all in all fand ich den Trip mega nice. Der eine, das Ende vom zweiten Tag war halt ein bisschen doof, aber ja. Ja, please enjoy the rest of the vlog. Hi Leute, ich habe mich die ganze Zeit nicht gemeldet. Wir hatten, glaube ich, noch nie so ein faules Wochenende. Also, besides dem Festival hocken wir die ganze Zeit nur im Bett und sind die ganze Zeit am Einnicken, dann wieder aufwachen, dann wieder einnicken und wieder aufwachen. Ich benutze Celinas Make-up-Bag als Stativ, bis er fertig ist mit dem, was er macht. Wir haben heute den letzten Tag vom Hype-Festival. Gestern, let me tell you, this was very unorganized. Und am Ende hatte ich hardcore keinen Bock mehr. Also, ihr habt ja bestimmt in meiner letzten Videoaufnahme, die ich gemacht habe, gesehen, dass ich da ein bisschen gepisst war. Wegen diesem Bändchen, habe ich das gestern mit dem Bändchen erzählt? Ja, jedenfalls war da eine Mitarbeiterin, die sehr aggressiv und pissig war. Ich kann verstehen, dass es anstrengend ist, sowas zu planen und anstrengend ist, sowas, wenn dann was irgendwas schief geht und man versucht es irgendwie wieder so wie sagt man das? Keine Ahnung. Umzudingsen und dass es kacke ist, wenn es so laut ist und bla bla bla, aber kein Grund. Gäste einfach rumzuschubsen. Egal, ob die im VIP sind, egal, ob die ein normales Ticket haben. Pups egal, wir sind alle gleich und wir werden alle gleich freundlich behandelt werden. Und ich war nur so... Oh, schon wieder ist diese Scheißwespe hier. Verpiss. Fuck dich. Sie ist weg. So, I'm back. Genau, wir wollen alle gleich behandelt werden und das fand ich dick scheiße. Du hast gesehen, wie die mich geschubst hat, oder? Das war schon aggressive, oder? Ich mache jetzt mein Make-up und benutze jetzt schon seit den ganzen Tagen meine Lieblingsfoundation von MAC. Die Studio Fix Fluid Foundation in NC30. Ich muss heute auch noch ein Instagram-Takeover von der Hype-Festival-Seite machen. I don't know how I'm going to feel about this. Das habe ich ja noch nie gemacht, Leute. I think it's going to be really awkward for me, so... Ach ja. So,
war ganz cool. Gestern im VIP haben wir dann auch voll viele von Jeremy's Next Topmodel gesehen. Einmal diese Sally. Die Shari, glaube ich, heißt sie. Und die Toni und die Abigail. Jasmin meinte zu mir auch noch, dass Gerda irgendwie auch da gewesen ist, but ich habe sie nicht gesehen, keine Ahnung. Man denkt ja immer so, oh mein Gott, Influencer, YouTuber, Germany's Next Topmodel-Finalistin, Bachelor-Finalistin, die sind alle so anders, aber wir sind literally alle gleich und we don't all fucking care. Es war einfach nur so, oh, die sind da, ne? Selina, das war jetzt nicht so... Das war nicht so besonders, die standen vor uns und wir hätten mit der Gewinnerin, wie heißt sie? Toni. Ja, genau, weiß nicht mehr, hätten wir LOL. Ein Bild machen können und sie hat die ganze Zeit so vor uns getanzt und so, aber das ist halt alles so ganz normal irgendwie. Ja. Ganz normales Leben so. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, eine von denen mochte ich schon im Fernsehen nicht und ich mag die auch nicht in live. Ich weiß nicht. Ja, also das ist jetzt kein Geheimnis. Die jetzt hier auch gar kein Gossip anfangen oder so. Aber manche Leute, mit denen vibe ich einfach nicht so und ich habe nicht so die Vibes mit der gespürt. Auch wenn ich mich nicht mit ihr unterhalten habe. Ich habe sie reden hören. So, wisst ihr, was ich meine? Kriegt ja immer so ein paar Vibes und I was not feeling her. Also ganz ehrlich, die Dunkelhäutigen, die haben es einfach drauf. Die viben einfach. Ja. So krank. Es war so geil, wie die da die ganze Zeit getanzt so haben. Die haben so einen Scheiß drauf gegeben und es war so cool. Und statt nur so daneben war so, ich kann mich gar nicht bewegen, weil die sind von der einen Ecke zur anderen Ecke gesprungen und so. Das war schon echt nice. Ja, ich meine, wie jetzt Virtual. Sorry. Wir machen uns jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir fertig sind. Und dann zeigen wir euch mein Outfit. So Leute, das ist mein End-Make-up. Yes. Und das ist übrigens unser Zimmer. It's a freaking mess. Das ist eigentlich schon echt peinlich. Das ist unser Outfit. We ready? She hangry. She hangry as fuck. Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Die ist so pissig die ganze Zeit, Junge. Ja, wir gehen jetzt los. So, wir haben jetzt gerade nämlich nicht den Parkplatz gefunden, aber wir wurden... Glücklicherweise haben wir Hilfe bekommen. Junge, das mit der Jacke klappt ja mal so hart überhaupt nicht. Jedenfalls, was ich sagen wollte ist, wir haben jetzt Hilfe bekommen von... Junge, Moment. So, wir haben nämlich den Eingang von diesem Parkdings erstmal nicht gefunden, aber dann haben wir Hilfe bekommen. Und jetzt ist alles gut. Wir sind jetzt 50 Meter entfernt. Und gehen jetzt sofort Selina aus zu essen holen, damit sie wieder bessere Laune hat. Honey, you're excited for Bowser. Yes, and you're 6'9". Yes, da bin ich excited, aber mega. So, mal gucken, mal, wie viele Leute da gerade sind. Mal gucken, ob ich die Kamera reingeschmuggelt bekomme. Wir sind jetzt beim... Junge, das Licht ist hier so scheiße. Wir sind hier jetzt beim Pizza holen. Wird wahrscheinlich eine Salami-Pizza. Ja, ne? Safe. Hier ist schon gute voll hier. Ah, da. Ich hätte gerne Salami-Pizza. So Leute, wir sind jetzt aus der Halle raus. Wir haben gerade Bowser gesehen. Und Big Shark, der war nur legit 6 Minuten oder so auf der Bühne. Und wir holen jetzt einen Crepe. Ich hab mir einen Crepe geholt. Celine hat sich auch eingeholt mit Zimt und Zucker. Und wir, beziehungsweise sie holt sich jetzt ein Slush ohne Alkohol. Taste Test. Gut? Very good. Also wirklich sau lecker. Das ist Schwarzkirsche. Boah, das schmeckt echt richtig geil. Mhm. Lass mal hier an die Ecke setzen. Wohin? Ja, hier an die Ecke. Yeah.
der Abreise. Und Leute, das Wetter ist ja ganz, ganz schlimm. It's rainy AF hier in Oberhausen. Time to leave. Wir packen gerade noch alles zusammen. Wir haben jetzt, ich schätze mal, 9 Uhr. Oder? Kurz nach 9 oder so. Packen jetzt die letzten Sachen zusammen und dann geht's back home. Back home. Ja! So, Leute. Welcome back. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Bin schon seit ein paar Tagen zu Hause, aber ich war wirklich die ganze Zeit extrem busy. Die ganze Zeit was gemacht. Die ganze Zeit Bilder abgeshootet, Zusammenarbeiten geplant, Videos geplant, bla bla bla. Und that's that. Jetzt ein kurzes Recap zu dem Festival. Ich wurde ja eingeladen, zu dem Festival hinzugehen. Beziehungsweise das war eine Zusammenarbeit. Deswegen hatte ich da ja auch ein bisschen was an Instagram-Stories zu tun. Ich wurde gefragt, ob ich den Instagram-Account von dem Hype-Festival übernehme. Und das war sehr, sehr cool. Das war ja das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ich weiß noch, als war es gestern. Es war so witzig, einfach weil mir das so unangenehm war. Ich bin jetzt nicht so die Person, die sehr schüchtern ist oder länger braucht, mit irgendjemandem ein Gespräch aufzubauen oder so. Das ist gar nicht mein Problem. Nur, ich weiß nicht, da so zu stehen, in diese Kamera zu sprechen. Also es war ja meine Kamera. Hi, ich bin Caro. Ich werde heute diesen Instagram-Account übernehmen. Folgt mir, bla bla bla. Das war so. Aber ja, ich bin jetzt wieder zurück. Im Endeffekt fand ich es sehr schön. Das Wetter war halt ein bisschen schade. Aber gut, dafür können die ja nichts. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, ist, dass zwischen den Acts immer so extrem beschissene Musik gespielt wurde. Und zwar so Elektro. So eine Musik, die wir einfach nicht auf einem Hype-Festival hören wollen. So, ja. Zumindest war das draußen so. Drinne ging es voll. Und ja, die Pizza war so verdammt lecker, Leute. Dort das Essen war allgemein geil. Ich habe gefühlt 3 Kilo zugenommen über dieses Wochenende, aber es ist okay. Living my best life und so, wisst ihr. Ich habe gestern mein neues Video mit Luis online gestellt. Es läuft ganz gut, außer dass da ein paar Kommentare sind von wegen, ihr wisst nicht, wie man mit Geld umgeht, ihr wisst gar nicht, wie viel 2000 Euro sind, bla 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 bla. Ja, solche Hater gibt es immer. Wir wissen sehr gut, wie man mit Geld umgeht und wir sind auch sehr dankbar darüber. Das Video dient eigentlich nur zum Entertaining und praktisch, dass ihr neue Produkte seht, die es bei Junkyard gibt. Ich habe halt auch überlegt, ob ich so ein Video machen soll, wie das bei Influencern, YouTubern wirklich hinter den Kulissen ist, damit Leute, die das vielleicht nicht verstehen, die ganze Welt als Influencer sein irgendwie nachvollziehen können nach dem Video. Aber das muss ich nochmal absprechen. Moment, ich glaube, das ist Luis. Ich gehe später noch zu Luis. Irgendwas ist auf dieser... Okay. Ich gehe später noch zu Luis, muss jetzt noch aufräumen, bin mega hangry. Ich würde jetzt hier mal den Vlog beenden. Es war all in all ein sehr schöner Trip nach Oberhausen. Ich habe ja auch voll viele von euch kennengelernt. Es war sehr schön. Und genau, viele neue coole Leute kennengelernt. That's it. Hoffe, dass der Vlog euch gefallen hat. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye. Tschüss mit Öss.